Hier finde ich es wirklich schade, weil ich glaube, sie hätten das durchziehen sollen. Ich habe es vorhin schon gesagt. Also, dass man einfach diese Nische, die man auch hat als Ingolstadt oder kleinere Vereine haben, mal wirklich andere Wege zu gehen, das ist meine Meinung. Ich bin jetzt nicht dabei, sondern es müssen die entscheiden. Die müssen die Entscheidungen treffen, das ist keine Frage. Ja, ich hätte es mir halt von mir aus hätte es mir gewünscht, dass man es durchzieht. Wenn man überzeugt ist von dem, ob sie überzeugt waren, davon weiß ich nicht. Ja, ich finde, dass es um ihn schade ist, weil er mit einer sehr guten Referenz jetzt aus Karlsruhe, aus der zweiten Liga gekommen ist und ja sicher einer der interessanten Trainer war. Mhm. Ja, es ist halt sehr früh in der Saison. Mein Weinzierl hat auch mit 5 Niederlagen angefangen, aber man sollte den Trainer einfach halt nicht so früh rauswerfen und 9 oder 10 Spieltage, ohne dass jetzt so brutal schief läuft. Ja, es ist ja nicht so, dass Ingolstadt von jedem gegen die Wand gespielt wird. Wir hatten ja auch dieses Spiel gegen Dortmund, das zeigt, da könnte was gehen. Ja, und irgendwelche Fundamente von der letzten Saison sind ja noch da. Die Mannschaft hat sich nicht so dramatisch verändert. Es ist halt von diesem Hasenhüttl-Spirit einiges verloren gegangen. War der Schatten zu groß, den Ralf Hasenhüttl hinterlassen hat? Nee, aber ich glaube, ist er zu groß, nicht wahr? Nee, ich denke nicht. Eher ist es so, dass man wirklich bei vielen Trainern ein bisschen das Problem hat, wenn der Vorgänger wirklich doch ein komplett anderes System hat spielen lassen. Mhm. Das ist zum Beispiel in Augsburg ja auch so gewesen, wo man ein bisschen das Gefühl hatte, dass jetzt Dirk Schuster doch deutlich defensiver zu Werk geht und möglicherweise jetzt nicht ganz so attraktiv spielt, wie das unter Weinzierl noch der Fall war, aber natürlich auch erfolgreich ist. Das haben wir in Ingolstadt eben auch gesehen, wie Günther schon gesagt hat, einfach ein bisschen defensiver, nicht ganz so aggressiv, nicht ganz so vorwärtsverteidigt. Wenn eine Mannschaft das nicht akzeptiert oder wenn sie das Gefühl hat, das wird ihrer Spielweise und ihrer Zusammenstellung nicht so richtig gerecht, droht natürlich immer so ein bisschen Schwierigkeiten innerhalb der Mannschaft, dass die Mannschaft sich vom Trainer ein bisschen distanziert. Aber das Gefühl hatte ich eigentlich in Ingolstadt nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass er noch ankommt, dass er seine Botschaft noch vermitteln kann. Das ist halt auch die Frage in Ingolstadt, was sind die bereit in der Winterpause zu tun? Ja, sie könnten ja eigentlich sich als reicher Club präsentieren, weil ja da mit den bekannten Ingolstädter Marken ja einiges da ist. Aber sie haben sich ja auch selbst beschränkt. Ja. Also Lescano war ja dann für, glaube ich, 2 Millionen, also mittlerweile ja ein Portokassenbetrag in der Bundesliga, der bis dahin teuerste Transfer in der letzten Winterpause. Es ist eben die Frage, was es ihnen wert ist, so jetzt eine Bundesliga-Konstanz aufzubauen und ob sie da im Winter nochmal richtig die Schatulle öffnen. Mhm. Wir schauen jetzt mal auf die offizielle Presseerklärung vom FC Ingolstadt. Ich bin sicher, da steht nicht viel Überraschendes drinstehen, ne? Trennen sich einvernehmlich, ne? Das ist immer schön, oder? Kurz und bündig. Hm? Armin, wie oft hast du dich einvernehmlich getrennt? Mal so, mal so. Ja, ja.